Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Malik Uhrenmaster. Heute muss ich mal wieder sprechen. Und zwar geht es um ein Thema, das mich sehr aufregt gerade, was mich auch sehr traurig macht. Und zwar wisst ihr vielleicht noch, falls ihr es geguckt habt, ich habe ein Video gemacht von einer Kirche in Großröhrsdorf. Das ist eine Art, also so eine Barockkirche und so. Und ja, vor kurzem, also wenn ihr das Video jetzt bekommt, dann wird es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen länger her sein, aber vor kurzem ist diese Kirche abgebrannt. Und ich frage mich einfach, wer sowas macht, weil, also die haben einen lauten Knall gehört, die Nachbarn, das weiß ich. Ich habe da nämlich nachgeguckt. Wahrscheinlich war das dann so, entweder ein Böller haben sie dort reingemacht und angezündet oder es ist einfach ein Blitz eingeschlagen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich bin gerade woanders als in Bischofswerda. Deswegen weiß ich das jetzt nicht ganz so genau. Aber, naja, ich finde es selber schrecklich, weil die mussten ja die Glocken rausholen und wahrscheinlich dann neue warten, vielleicht neue gießen, weil vielleicht welche kaputt gegangen sind. Furchtbar. Vielleicht die Turmuhr, die war ja auch, die ist ja dann auch komplett, wie man auf gut Deutsch sagt, im Arsch gewesen, weil ich habe dann auch ein Bild gesehen, das darf ich euch leider jetzt nicht einblenden, weil es halt kopiegeschützt ist vom MDR. Aber vielleicht mache ich irgendwann nochmal aus der Ferne in Großröhrsdorf ein Bild, weil man soll sich mehr als 100 Meter dem Brandort nicht nähern, weil es halt jetzt einsturzgefährdet ist. Der ganze Dachstuhl ist abgebrannt, das weiß ich. Der Glockenturm hat wenig überstanden, die Uhr ist weg, die Uhr ist komplett abgebrannt. Die Turmuhr haben sie vielleicht sogar gerettet, das weiß ich nicht. Die ganze Turmspitze ist abgebrannt. Also Leute, ich finde es wie gesagt echt erschreckend und einfach nur traurig, wenn man sowas macht. Es gehört sich aber nicht. Kirchen und generell Gebäude sind eigentlich eine Faszination. Ein wunderschönes Bauwerk, das sollte man eigentlich nicht Schaden zufügen. Es ist einfach falsch. Und vielleicht kommt die Polizei dann noch da drauf, weil die haben gesagt, die ermitteln jetzt, wie das passiert ist. Vielleicht geben sie ja dann nochmal irgendwann eine Einmeldung oder sowas, wie das passiert ist. Aber ich bin wahrscheinlich wirklich der Meinung, weil sie gesagt haben, dass sie einen lauten Knall gehört haben und ich nicht gesehen habe, dass in Bischofswerda währenddessen so ein Gewitter war. Wahrscheinlich wäre es wirklich ein Böllerangriff oder irgendein Terroranschlag oder sowas gewesen sein. Also wie gesagt, Leute, passt auf, es ist furchtbar. Naja, zum Glück war es jetzt nicht die in Bischofswerda. Ich meine, das ist jetzt nur meine Meinung. Für die in Großröhrsdorf ist es jetzt natürlich viel, viel, viel schlimmer. Ich habe mit Großröhrsdorf jetzt nicht ganz so viel zu tun. Aber vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Foto für euch, damit ihr das alles mitkriegt, wie schlimm das eigentlich wirklich war. Und wurde alles gerettet zum Glück. Ich weiß nicht, was die jetzt mit der Uhr und den Glocken machen. Und dem anderen Zeug, der Bibel, dem Altar, keine Ahnung, was die noch haben hatte. Die Teppiche haben sie vielleicht auch gerettet, keine Ahnung. Und die goldene Kuppel auf dem Dach ist komplett weg wahrscheinlich, weil der Turm eingestürzt ist. Ja, also Leute, wie gesagt, passt auf, guckt genau und meldet auch sowas der Polizei, wenn irgendwas bei euch brennt oder so. Immer melden gleich, haben sie hier zum Glück in Großröhrsdorf sehr schnell gemacht. Um 2 Uhr nachts hat das Ding irgendwie gebrannt. Und ja, das ist wie gesagt einfach nur furchtbar für mich. Also Leute, ich wollte das Video beenden damit. Ich hoffe, euch hat diese Einmeldung wenigstens mehr interessiert und so. Dann würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr für dieses Video ein Like da lasst. Ich meine, es war jetzt eine Meldung für euch. Aber trotzdem, lasst bitte vielleicht ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut gerne meine Playlist rein. Ich habe 13 Videos, also jetzt bestimmt auch bald noch ein bisschen mehr, wenn ihr das Video seht. Aber schaut auf jeden Fall rein, lohnt sich. Könnt ihr auch irgendwie zum Einschlafen hören oder irgendwie sowas. Also lohnt sich auf jeden Fall, meine Playlist anzuhören. Meinen Zweitkanal Malik Pro Player zu abonnieren und auf Twitch bei mir vorbeigucken. MacGreevis bin ich am Start. Streame fast jedes Wochenende. Also schaut auf jeden Fall auch dort vorbei. Ciao.